Hallo liebe Chili-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Anzucht-Update. Heute mal wieder mit mir am Tisch, denn heute möchte ich euch mal einen kleinen Stand der Pflanzen zeigen, indem wir uns die alle einzeln hier angucken und ich erzähle euch ein bisschen dazu, wie die sich bisher entwickelt haben, zeige euch, wie es mit Blüten und Früchten an den verschiedenen Pflanzen aussieht. Wir werden auch ein bisschen Pflege betreiben, hier und da Blätter oder Triebe wegnehmen und auch nochmal auf das Thema Gießen kommen. Außerdem gibt es ein kleines Update aus dem IKEA-Anzuchthaus. Ich zeige euch auch, was sich seit unserem letzten Video im Hochbeet getan hat. Und natürlich schauen wir uns nochmal an, wie sich die Keimlinge aus dem Anzuchtexperiment in den drei verschiedenen Substraten machen. Ja, ihr seht, ich habe mich jetzt schön mit meinen ganzen Schützlingen umgeben und den Anfang in der Einzelbetrachtung machen die beiden Nachzügler, nämlich die Trinidad Scorpion. Die waren mir in den ersten zwei Versuchen alle Pflanzen eingegangen. Jetzt im dritten Anlauf hat es dann endlich geklappt. Und zwar sehen wir hier, die sind natürlich noch etwas kleiner als die anderen, weil sie entsprechend etwas Zeit verloren haben durch die ersten beiden gescheiterten Anzuchtversuche. Aber ansonsten sehen die eigentlich jetzt gut und gesund aus. Was ganz interessant ist, ich habe eine davon, und zwar diese hier, in einem Root Riot Tub angezogen. Und die zweite habe ich direkt in diesen Topf getan. Also erst im Keimbeutel vorgezogen, bis eine Wurzelspitze zu sehen war und dann direkt in die Erde und man sieht eigentlich keinen wirklich großen Unterschied. Von daher, also wer sich den zusätzlichen Aufwand mit den Keimtabs nicht machen möchte, es macht es halt ein bisschen einfacher beim Gießen und ist etwas platzsparender am Anfang, gerade wenn man eine große Anzucht hat. Aber also zumindest für die Entwicklung der Pflanze macht das keinen Unterschied. Und ich würde fast eher sagen, dass die direkt in die Erde gekommen ist, ja, kann man eigentlich nicht sagen. Also wirklich, sie tun sich nicht viel. Da kann man wirklich die Variante wählen, die einem am besten gefällt. Ja, als nächstes schauen wir uns mal die beiden Schwarzen an. Die sind auch eher langsam, weil die einfach sehr lange gebraucht haben, um zu keimen. Das ist einmal hier die Hallows Eve und die Thanos. Man sieht, die Hallows Eve hat ein bisschen längere Internodien, das heißt, die wächst ein klein bisschen stärker in die Höhe, obwohl sie das gleiche Licht hat. Im Vergleich zur Thanos, die ist wirklich sehr, sehr kompakt. Ich glaube, so rum sieht man es ganz gut. Aber beide sehen, finde ich, wirklich schön aus mit den dunklen Blättern und auch wirklich beide sehr gesund. Was ich euch direkt mal bei dieser hier zeigen kann, weil wir ja gerade schon gesagt haben, dass wir nochmal über das Thema Gießen reden. Der Topf wiegt jetzt aktuell 469 Gramm, ist also sehr, sehr leicht. Und ich habe euch ja in meinem Gieß-Tutorial, das ich euch jetzt auch nochmal einblende, gezeigt, hallo Hund, habe ich euch ja auch gezeigt, dass ich die mit dem Pumpsprüher gieße. Das ist natürlich nur eine Möglichkeit, das zu machen. Also worum es vor allem ging, ist, dass man sie wirklich immer wieder den Töpfen Zeit gibt, etwas auszutrocknen und anschließend die Pflanze wieder richtig gut durchgießt. Und das kann man auch machen, indem man sie einfach in ein größeres Behältnis stellt, da Wasser oder Düngerlösung reinfüllt und dann den ganzen Topf dort hineinstellt. Das sieht dann so aus wie hier im Bild. Man stellt die Pflanze da rein, drückt sie ein bisschen nach unten, damit sie nicht direkt wieder aufschwimmt und dann wartet man einfach ein Weilchen. Wenn man das gemacht hat, sieht man auch, hat das einen gravierenden Unterschied beim Gewicht, nämlich direkt mal 500 Gramm mehr, die so ein Topf dann auf die Waage bringt und entsprechend hat man wieder eine ganze Weile Ruhe. Ich denke mal so mindestens eine Woche kann ich jetzt warten mit dieser Pflanze, bis ich sie das nächste Mal gießen muss. Ja, damit sind wir dann auch direkt bei der nächsten Pflanze und die ist wirklich eine Überraschung für mich, weil die Devil's Tongue hing die ganze Zeit am Anfang eigentlich eher ein bisschen hinterher und ich war etwas enttäuscht, weil das war letzte Saison meine Lieblingspflanze. Aber es hat die echt großartig wieder aufgeholt, ist jetzt eigentlich meine schönste, würde ich sagen. Sehr gesund grün, gedüngt, ich weiß nicht, vielleicht mal zwischendurch ein ganz klein bisschen Biobiss, aber ansonsten eher wenig gedüngt.
Und ja, wirklich sehr schöner Wuchs, hat sich jetzt hier oben schon verzweigt. Man sieht, bildet auch die ersten Blüten. Die werde ich aber jetzt am Anfang wahrscheinlich noch abnehmen. Wir schauen uns das gleich nochmal bei den größeren Pflanzen an, wie ich das mache mit Blüten und Früchten. Aber das ist auf jeden Fall im Moment einer meiner Favoriten. Ja, die nächste, die stellen wir auch nochmal ins Regal, damit wir ein bisschen Platz hier am Tisch haben. Die nächste ist die Carolina Reaper. Sieht soweit auch gut aus. Untenrum werden die Blätter ein bisschen hell. Ist noch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, dass das unbedingt ein Düngerproblem ist. Ich glaube, die sind jetzt einfach auch ein bisschen ausgelaugt und älter. Hier sieht man es schön, das Blatt hatte sowieso ein bisschen physische Beschädigungen. Und ja, ich denke, es wird jetzt einfach abgeworfen. Obenrum, die sehen alle noch gut aus. Da werde ich wahrscheinlich jetzt, wenn überhaupt, nur ganz leicht gedüngt weitergießen. Vermutlich aber einfach nur Regenwasser mit Kelmec. Ja, ein ähnliches Bild, aber noch ein Ticken kleiner, bietet die Fatali. Die tut im Moment nicht so viel, bräuchte aber auch, wie man sieht, dringend mal wieder Wasser. Die kommt gleich als nächstes in den Topf. Wird auch untenrum ein bisschen blass, oben aber auch noch alles soweit im grünen Bereich, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, die werde ich heute auch noch mal nur mit Kalmak und Regenwasser gießen und denke, dass ich die auch noch so ein bisschen so lassen kann, bis ich die das erste Mal dann düngen muss. Ja, haben wir noch mehr kleine? Ich glaube, das war's bei den kleinen. Dann können wir uns jetzt mal die größeren anschauen. Wir fangen mal an mit der Madame Jeannette. Finde ich vom Wuchs her eine sehr schöne Pflanze. Man sieht auch hier, die treibt jetzt auch hier aus der Mitte schon wieder aus und an den verschiedenen Blattachseln hier unten sind überall kleine Neuaustriebe. Das werde ich jetzt noch mal so ein bisschen fördern, dass die weiter neu austreibt, indem ich einfach die untersten Blätter sind eh welche dabei, die auch nicht mehr ganz so schön aussehen. Das hier hat auch irgendwie eine physische Beschädigung gehabt zwischendrin. Dann nehme ich jetzt noch mal zwei Blätter untenrum weg. Und dann schauen wir mal, wie die jetzt in den nächsten Wochen weiter austreibt, aber ansonsten bin ich mit der eigentlich ganz zufrieden. Bei der im Moment, weil die noch nicht ganz so viel Blattmasse auch im Moment hat und am Anfang ein bisschen Probleme hatte, bevor ich sie umgetopft habe, nehme ich aktuell noch alle Blüten ab. Das heißt, ich gehe einfach her, entweder nehme ich die hier so und reiße sie einfach vorsichtig ab. Das geht meistens ganz gut, einfach indem man die ein bisschen überdehnt und brechen die ab. Oder man kann natürlich auch die kleine Ernteschere nehmen und dann hier vorsichtig abschneiden. Also so schaue ich halt, dass die jetzt nicht allzu viel Energie im Moment schon auf Blüte und Fruchtbildung investiert. So ein, zwei werde ich wahrscheinlich dran lassen, einfach mal um zu sehen, wie sich die Früchte entwickeln. Aber grundsätzlich halte ich da die Früchte eher zurück. Ja, hier mal ein Beispiel, wie das aussieht, wenn man das so macht. Hier habe ich nämlich zwei Früchte dran gelassen. Das ist die Achi Crystal. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, die hatte zwischenzeitlich ziemliche Probleme, dass sich die neuen Blätter sehr stark eingerollt haben. Und so eine richtige Erklärung dafür habe ich eigentlich nicht gefunden gehabt. Ich hatte erst die niedrige Luftfeuchtigkeit im Verdacht, habe dann mal einen Plastikbeutel drüber gestülpt. Das hat aber nur, ja, eigentlich hat es überhaupt nicht geholfen. Und dann habe ich den Tipp bekommen von jemandem, mit dem ich recht viel auch auf Facebook oder im Forum schreibe. Er sagte, probier es mal, die ein bisschen aus dem Licht zu nehmen. Und das hat tatsächlich gut geholfen. Seitdem sind die Blätter wieder, zumindest die, die so stark eingerollt waren, haben sich weiter geöffnet. Und hier oben, die neuen Austriebe sehen jetzt alle wieder sehr gut aus. Inzwischen steht die wieder voll im Licht. Ich hatte die einfach ein bisschen temporär unter die Buntnessel gestellt, beziehungsweise an den Rand der Paneele. Und seit es jetzt besser ist, habe ich sie wieder voll unterm Licht und sieht eigentlich soweit alles gut aus. Soweit, wie man das halt bei der Pflanze sagen kann, insgesamt gefällt die mir nicht ganz so gut, macht eigentlich fortlaufend etwas Probleme. Man sieht das hier, alle Blätter haben entweder sind sie zu blass, haben ein bisschen Ödeme oder Salzkristalle. Die unten oben sind jetzt wieder sehr, sehr dunkel. Ja, mal schauen. Also eigentlich nicht die schönste Pflanze, aber
macht sich gar nicht so schlecht, bildet zwei Früchte im Moment, die ich ihr gelassen habe. Und alle anderen Blüten, genau wie gerade gezeigt, nehme ich im Moment noch ab, damit sie eher sich aufs Wachstum konzentrieren kann. Ja, eine, wo ich auch zwei Früchte dran gelassen habe und die eigentlich wieder sehr, sehr schön wächst, ist die New Max Big Jim. Die hatte ich im letzten Jahr ja auch schon und war sehr begeistert davon. Die Pflanze sah einfach von Anfang bis Ende der Saison sehr, sehr gesund und grün aus. Genauso tut sie es auch wieder. Scheint auch wirklich eine insgesamt sehr gut gezüchtete, stabile Sorte zu sein. Letztes Mal hatte ich die Samen von der Chilifee, war einwandfrei, auch wenn man das nicht für alle Samen sagen konnte, die ich von dort hatte. Dieses Jahr von Semillas. Die Pflanzen tun sich wirklich nichts, sieht genau gleich aus wie im letzten Jahr. Und man sieht hier schon, die macht wirklich ihrem Namen alle Ehre. Eine enorm große Frucht schon dran für die kleine Pflanze. Und genau aus dem Grund werde ich jetzt auch die zweite Frucht abnehmen, weil wenn die so riesige Früchte bildet, dann sind mir für die Pflanzengröße selbst zwei im Moment zu viel. Das heißt, da werden wir jetzt auch die zweite mal abschneiden, damit sie sich auf die eine fokussieren kann. Aber in erster Linie sollen die Pflanzen ja im Moment noch wachsen. Das heißt, neue Blüten werde ich jetzt auch, wie hier zum Beispiel, weiterhin abreißen oder abschneiden, damit die schön in die Höhe geht und mehr Blätter bildet. Ja, eine, wo ich drei Früchte dran gelassen habe momentan, ist die Purple Cacio. Und das hat einfach damit zu tun, dass die Früchte so schön sind. Man sieht das hier, kriegen nämlich diese schönen Streifen, wie man sie auch von der Fischpepper kennt. Auch die panaschierten Blätter sind sehr deutlich zu erkennen. Man sieht das, wenn man von oben drauf guckt. Da sind einige Blätter wirklich schön weiß-grün gemustert. Und entsprechend habe ich bei der jetzt mal drei Früchte dran gelassen. Man sieht aber schon, dass das recht viel ist für die Pflanze. Also die Früchte wachsen kaum noch. Ich glaube, viel größer werden die nicht mehr werden und reifen jetzt nur noch ein bisschen. Was ich hier noch mache, ist, ich nehme hier unten diesen ganz kleinen Trieb noch weg. Der ist mir ein bisschen zu weit unten. Den brauche ich nicht. Aber ansonsten bin ich mit der Pflanze wirklich sehr zufrieden. Die ist ja von Joker Chili Farm und eine etwas ausgefallene Variante. Und ich bin sehr gespannt, wie die sich über einen weiteren Sommer macht. Ja, ich glaube, das waren alle Chilis. Mit einer Ausnahme. Und zwar, ihr habt es gesehen im Titelfoto zu diesem Video, Think Big. Und zwar hatte ich im Supermarkt eine Spitzpaprika gekauft, die wirklich riesengroß war und noch dazu sehr, sehr lecker. Jetzt nicht Chili im Sinne von eine scharfe Chili, aber natürlich auch eine Capsicum. Und ja, da habe ich einen Samen rausgenommen, der ist auch auf Anhieb gekeimt. Und da bin ich mal gespannt. Die kriegt von mir einen Ehrenplatz zusammen mit einer der Achi Golden aus dem Anzuchtexperiment, was gerade läuft. Werde ich die in eine sehr schöne Wanne pflanzen, die meine Schwägerin mir geschenkt hat. Das seht ihr dann, wenn es soweit ist, im Sommer, wenn die Pflanzen nach draußen kommen. Ja, aber ansonsten bin ich auf die auch gespannt und vor allem darauf, ob die Früchte dann bei mir im Garten genauso groß werden wie die aus dem Supermarkt. Dann haben wir noch ein klein bisschen Nicht-Chilis. Und zwar hier zwei Auberginen, beides die gleiche. Eine davon werde ich verschenken, die hier werde ich wohl behalten, die etwas größere. Machen sich soweit gut, alles unauffällig. Ich bin aber auch jetzt wirklich kein Experte für Auberginen. Ich glaube, einmal hatte ich eine im Hochbeet, die da sehr viel Platz gefressen hat. Deswegen kommt die diesmal in einen Topf. Und zu guter Letzt, hatte ich euch ja im letzten Video schon gezeigt, der Mangosamen macht sich auch sehr gut. So langsam kriegen die Blätter auch ein bisschen Festigkeit. Die waren ja am Anfang sehr weich und hingen ganz eng an der Pflanze runter. Ich glaube, das ist jetzt gute 3 Wochen her, seit ich den Samen auf die Erde gelegt habe. Und ja, die macht sich wunderbar, der gefällt es auch gut unterm Licht. Apropos Licht, die ganzen Pflanzen hatte ich seit dem letzten Video auch mehrmals im Freien. Wir hatten ein paar schöne Tage, leider jetzt die letzte Woche sehr stürmisch und regnerisch. Aber an sich hatten die jetzt auch schon ein bisschen die Gelegenheit, in der Sonne zu stehen, ein ganz klein bisschen UV-Abhärtung zu bilden. Und wann immer das Wetter es zulässt, werde ich das natürlich jetzt auch weiter so machen. Ja, dann würde ich sagen, soweit der Stand der einzelnen Pflanzen. Wie versprochen, schauen wir uns jetzt nochmal an, was die Achi Goldens in den drei verschiedenen Substraten machen. Ich würde sagen, kommt einfach mal mit. Wir schauen mal unten ins Regal. So, dann mache ich mal das Licht an. Das flackert nämlich
mit der anderen Kamera immer ein wenig. Ich hoffe, auf der hier geht's. Und ja, wie ihr seht, ich habe die hier in drei Reihen stehen. Das hier ist die Reihe mit dem Klargon Badmix. Jeweils in der gleichen Reihenfolge sind die Pflanzen aufgestellt. Das hier waren die, also hier vorne die erste Reihe, sind alle Pflanzen, die ich komplett dauerhaft nass gehalten hatte in den Root Riot Tubs. Die in der Mitte sind die, die ich sehr, sehr kräftig gedüngt habe. Und die hinten sind die, die ich einfach ganz normal, wie ich es auch sonst in der Anzucht machen würde, gehalten habe. Und interessanterweise sieht man, also die, die ich normal gehalten habe und nur gegossen habe, wenn sie es nötig hatten und auch nur mit klarem Wasser, die sind eher die, die am weitesten zurück sind. Wobei ich sagen muss, in meiner eigenen Anzucht mache ich so, dass ich die schon ganz leicht dünge. Das heißt, in der Hinsicht hatten die jetzt schon einen leichten Nachteil. Aber man sieht also, dass sehr nass halten, die auch überhaupt nicht gedüngt wurden, sehen jetzt nicht unbedingt schlechter aus. Aber die stark gedüngten, da überwiegt scheinbar doch eher der Vorteil. Ich meine, man sieht, sie haben so ein bisschen Schäden, also hier ein bisschen nach unten gerollte und aufgeblähte Blätter. Hier unten sind sie auch fleckig, gelbe Blattränder und so weiter. Also so die typischen Überdüngungssymptome sieht man schon. Aber gerade die, die ich in die Kompost- und Hochbeeterde von Havita gesteckt hat, sieht eigentlich für mich von allen Pflanzen am besten aus. Ja, und auch sonst, also wenn ich eine Reihe von den Substraten wählen müsste, ist es tatsächlich die mit Abstand billigste Erde, die Havita, die ich auch für meine andere Anzucht in den 1-Liter-Töpfen bisher verwende. Ja, ganz rechts haben wir von Biobis den Allmix. Der, finde ich, macht sich auch nicht schlecht. Am schlechtesten für mich tatsächlich bisher der Badmix von Plagron. Da sind die Pflanzen im Schnitt am kleinsten und die gedüngte hat auch, ja, eigentlich mit den Überdüngungssymptomen tun sie sich nicht viel. Da sieht noch die in der normalen Komposterde am besten aus. Ist natürlich jetzt nur eine Momentaufnahme. Spannend wird auch, wie lange die Erden oder die Substrate am Ende noch Nährstoffe liefern. Ich werde die, wie gesagt, jetzt die nächsten Wochen weiterhin nur mit Leitungswasser gießen. Meistens mache ich so, ich kippe einfach unten in die Behälter Leitungswasser. Manchmal gieße ich ein bisschen von oben. Man sieht aber auch, dass gerade der Badmix hier so ein bisschen zum Schimmeln neigt, die Biobis ebenso und auch hier die Hochbeeterde eigentlich mit dem besten Ergebnis. Die sieht komplett tadellos aus. Also bisher mein Favorit, die Havita Hochbeet- und Komposterde, und die anderen beiden muss man jetzt schauen, ob die das dann in den nächsten Wochen noch aufholen, indem sie vielleicht dann ein bisschen mehr Reserven mitbringen. Ja, soweit der Stand aus dem Experiment. Wir machen nahtlos weiter mit dem IKEA-Anzuchthaus. Wie ihr seht, der Koriander ist super gewachsen. Der ist jetzt mehr als reichlich für meine nächste Soße, die ich mir damit machen werde. Und falls ihr das Rezept noch nicht kennt, das verlinke ich euch gerne in der Infobox und in der Videobeschreibung. Aber auch unten sieht man, hat sich seit dem letzten Video einiges getan. Sowohl die Physalis als auch die Tomate sind sehr gut vorangekommen. Beim Hochbeet musste ich aufgrund des Sturms der letzten Tage die Abdeckung vorübergehend abnehmen, aber auch hier sieht man schön, es hat sich gut was getan seit dem letzten Video. Die Radieschen sind fast alle gekommen, die wenigen Lücken, die noch geblieben sind, werde ich demnächst mit neuen Samen füllen. Und wie man hier sehen kann, sind auch die ersten ganz kleinen Keimlinge von den Frühlingszwiebeln schon draußen. Ja, das war's auch für heute aus meiner eigenen Anzucht. Ich habe noch ein kleines Foto für euch. Und zwar ist ja immer wieder die Frage, sollte man eher über viele Topfgrößen gehen oder direkt in große Töpfe? Was ist da vorteilhafter? Und hier habt ihr mal ein Foto von meinen ganzen Backup-Pflanzen, die ich einem Freund von mir geschenkt habe. Und der hat die direkt in die 9-Liter-Töpfe gesetzt. Das sind für ihn die Endtöpfe. Er hat die am Fenster stehen, 5. Stock, viel Licht, hat da entsprechend guten Platz. Und man sieht, die sind schon ein gutes Stück weiter. Das heißt, wenn man mit dem Gießen das einigermaßen kann, beziehungsweise bei Stofftöpfen ist das eh eher unproblematisch, dann kann man ruhig, wenn es einem um maximale Geschwindigkeit geht, sofort in große Töpfe gehen. Dann wachsen die Pflanzen einfach nochmal einen Ticken schneller, als wenn man sie von einer Größe zur nächsten nimmt. Ja, so viel von mir für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Dann wird YouTube das Video auch vielen anderen Chili-Enthusiasten vorschlagen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal.
damit ihr kein Update verpasst. Und in dem Fall sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Servus.